Liebe Zuschauer, die Reihe rund um Gravel Tracks Pro geht weiter. In dem Fall stellen wir euch heute die Erweiterung Splitter vor. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Erweiterung. So kann man schon sagen, Gravel Tracks und Gravel Tracks Pro habe ich euch schon einiges vorgestellt und es gibt wirklich sehr viel Entdecken und gerade die neue Edition, die hat uns wirklich gefallen und da könnt ihr auch nochmal in das Video schauen. Ja, die Erweiterung, die haben wir auch schon vorgestellt und jetzt wird es Zeit, einen Blick auf die kleinen Erweiterungen zu werfen. In dem Fall ist es der Splitter. Und hier seht ihr auch schon die Box in dem Fall. Ja, ich glaube, 10 Euro oder knapp 10 Euro habe ich bezahlt. Die kleinen Erweiterungen kosten immer so in dem Bereich. Je nachdem könnt ihr es auch in 2er, 3er Sets kaufen. Und auch diese Box und diese Erweiterung ist kompatibel mit den anderen, also mit der weißen, aber auch mit der neuen, mit der schwarzen Edition. Schauen wir einfach mal rein. Ja, und da steckt wirklich nicht sehr viel. Und ich habe mich schon oft beklagt, gerade was die kleinen Boxen angeht. Warum packt man da so wenig rein? Und in dem Fall schade. Also, jetzt schauen wir uns erst einmal an, was die Box denn zu bieten hat, beziehungsweise der Inhalt. Hier seht ihr in dem Fall die neuen Elemente. Da liegen auch noch Zipptütenbereich parat. Die braucht man quasi gar nicht mehr. Und das ist in dem Fall so ein Schutz, in dem Fall so ein Fenster, was man hier erkennt. Aber was bietet denn die Erweiterung? Man sieht es schon im Klappmechanismus. Das heißt, wenn ich so eine Kugel dann reinmache, dann dreht sie sich, je nachdem, wo sie rausfällt. Das ist quasi auch schon alles. Das heißt, ihr könnt es dann verbauen in eurer Bahn, dann wie ihr wollt. Und je nachdem, wie die Kugel fällt, rutscht sie bzw. rollt in die eine oder in die andere Richtung. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich war ja von der Standardbahn oder generell von Gravel Tracks bin ich sehr angetan. Ich finde es toll. Aber ich nörgel immer an diesen kleinen Erweiterungen. Preislich natürlich, aber auch Inhalt und Verpackung, was man da hier anbietet. Ach, das ist wirklich, nee, also das gefällt mir überhaupt nicht. Und auch diese kleinen Sets, es gibt kleinere Sets, die gefallen mir. Aber bei dieser Erweiterung muss ich wirklich sagen, da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Allein was den Inhalt dann angeht. Klar, der Preis, je nachdem 10 Euro für so ein paar Elemente, ist auch eine Menge. Also das ist schon viel. Und das ist jetzt nicht unbedingt innovativ oder da, wo ich gedacht habe, wow, das haut mich total von den Socken. Da gibt es Besseres auf jeden Fall. Und da kann man wirklich sagen, ob man die braucht, sei mal dahingestellt. Ich habe es euch gerne mal vorgestellt, dann seht ihr, was die Erweiterung zu bieten hat. Also wenn es um eine Erweiterung geht, dann greife ich dann doch lieber nach der Extension. Da sind etliche Türme dabei, da zahlt ihr ein paar Euro mehr, aber da habt ihr dann doch ein bisschen mehr für das Geld, was anstatt jetzt hier bei dem Splitter dann drin steckt. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare dann schreiben, was eure Meinung davon ist. Bin aber ein bisschen enttäuscht und sagt es natürlich auch direkt, wie ihr es gewohnt dann seid. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der Mixer zu bieten hat, weil das möchte ich euch natürlich auch noch in einem weiteren Video dann vorstellen. Aber das soll es jetzt auch schon gewesen sein. Ich glaube, weitere Bahn brauche ich jetzt da euch nicht zeigen. Übrigens, es steckt jetzt auch keine weitere Bahn mit weiteren Elementen dabei. Da gibt es nur eine Anleitung, wo man dann sagt, wie man das zusammenzubauen hat. Und das war's in dem Fall. Ja, Enttäuschung, bin ich schon ein bisschen enttäuscht, hätte bei weitem etwas mehr erwartet. Wenn ihr es euch trotzdem holen wollt, gerne über die unten genannten Links. Wer die Bahn jetzt noch nicht kennt, Gravel Tracks, ist eine klare Empfehlung, ganz klar schon seit Jahren, dann könnt ihr natürlich auch über die unten genannten Links das ein oder andere Produkt bestellen. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen, jetzt gucken wir uns im nächsten Video den Mixer an. Freut euch drauf, mal schauen, bis denn, ciao.